Hallo, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Schön, dass du da bist. Du weißt, ich freue mich über deinen Daumen nach oben. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ja, und heute geht es um ein ganz neues Thema. Ich habe gedacht, ich stelle euch mal so ganz wichtige Bücher von mir vor. Und noch was anderes habe ich auch mitgebracht, wovon ich ganz begeistert bin. Einfach, dass ihr so einen Blick bekommt, ein Stück weit auch in meinen Erfahrungsschatz. Wir haben zu Hause wirklich unendlich viele Bücher und ich glaube, es fehlt kaum eins, was sich mit Thema Gesundheit und vor allen Dingen mit Ernährung beschäftigt. Ja, und jetzt habe ich euch mal so ein paar ganz wichtige Bücher mitgebracht, die mir auch immer wieder Unterstützung gegeben haben, auch in der Zeit, wo ich dann ja auch Angriffen ausgesetzt war, nicht selten auch durch Kollegen und Kolleginnen von mir, weil mit Ernährung, das war ja immer so ein Riesenthema, beziehungsweise war eben kein Thema, für mich war es ein Riesenthema, aber das wollten oftmals halt meine Kollegen nicht unbedingt wahrhaben, was ich allerdings total verrückt finde, weil es ist ja wirklich gesichert, dass die ganzen Zivilisationskrankheiten zumindest 70-80% ernährungsbedingt sind, ja, und dass wir Ärzte darüber nichts lernen, ist natürlich die eine Geschichte und die andere, dass halt viele dann auch nichts wissen und sie eben auch den Patienten nicht richtig beraten. Deswegen hatte ich immer meine Bücher an meiner Seite und das fand ich auch total gut. Ich fange jetzt mal mit dem Buch meines Lehrers an und zwar von Professor Klaus Leitzmann. Ihr wisst, dass er ja mir immer so den Rücken gestärkt hat und dass ich ganz viel mit ihm gesprochen habe, besprochen habe und dass ich mit meinen Fragen immer zu ihm gehen konnte und immer noch kann. Und das finde ich so wundervoll. Und ich weiß noch, als ich damals sein Buch, das war noch etwas dünner, es war eine ganz andere Auflage. Ich glaube, ich habe fast jede Auflage auch dann von ihm geschenkt bekommen. Als ich angefangen habe, das durchzuarbeiten, das war einfach unheimlich toll, weil ich habe da schon so ein Stück weit auch Sicherheit dadurch bekommen, weil es ist die Ernährungswissenschaft, die hier steht. Und dieses Buch und wer sich wirklich damit ein bisschen mehr beschäftigen will und einsteigen will in die Vollwerternährung, der sollte sich mit diesem Buch auseinandersetzen. Es sind mehrere Autoren. Das Buch heißt Vollwerternährung von Karl von Körber, Thomas Mendle und Klaus Leitzmann. Sind noch so ein paar Sachen drin, die Klaus Leitzmann sicherlich heute auch etwas anders beschreiben würde. Vielleicht kommt es in einer der neuen Auflagen. Wer weiß. Aber im Grunde ist es ein Standardwerk und ich fand es super toll. Und was mich überhaupt unglaublich fasziniert hat, ist so die Ökologie, die letzten Endes er damals schon beschrieben hat vor 30, ich weiß gar nicht, wann die erste Auflage rauskam. Ehrlich gesagt muss ich da gerade mal gucken. 1981, da hat er sich schon auseinandergesetzt, natürlich schon vorher, aber es niedergeschrieben auch, dass die ganze Ernährungssituation mit der Ökologie der Erde zu tun hat und hat auch Vorschläge, Lösungsvorschläge gebracht. Also mich hat es total fasziniert und natürlich bin ich unglaublich dankbar, dass er ja ein Freund geworden ist und immer noch mein Lehrer. Aber manchmal darf ich ihm auch was erzählen, weil ich habe ja jetzt auch schon viel Erfahrung. Im Übrigen gehört Klaus Leitzmann zu den lebenden Legenden. Da gibt es tatsächlich so eine Auszeichnung. Also das ist so ein Buch. Ja, und dann ist hier das Buch von Max Gerson. Das ist eine Neuauflage. Ich habe noch ein ganz altes Buch von ihm. Max Gerson war für mich ein Arzt, der durch Beobachtung und durch ganz viel Empathie ganz viel entdeckt hat. Und Max Gerson hat eine Therapie entdeckt, eine Ernährungstherapie, die er erstmals im Übrigen angewandt hat an Tuberkulose-Patienten und zwar mit Professor Sauerbruch von der Berliner Charité damals zusammen. Die haben 458 schwerstkranke Tuberkulose-Patienten behandelt mit der speziellen Ernährungsmedizin. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, in welche Richtung es geht. Genau, es war nämlich eine rein pflanzliche und mit vielen Säften und so weiter. Und
Es wurden durch diese Therapie ohne sonstige Maßnahmen von diesen 458, nagelt mich nicht genau fest, aber es wird auch beschrieben in einem seiner anderen Bücher, wie viel das waren, sind 450 gesundet. Das heißt, sie sind also nicht an der Erkrankung wiedererkrankt oder daran gestorben. Das ist zum Beispiel auch sowas, was Gerson sagt, wenn ich sage, die sind gesund geworden, dann meine ich, dass sie eben an dieser Erkrankung nicht verstorben sind. Und ja, deswegen dieses Buch, er beschreibt nämlich in diesem Buch eine Krebstherapie, eigentlich seine Krebstherapie. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich gedacht habe, was für ein Wahnsinn, wenn wirklich schwerstkranke Krebspatienten mit seiner Therapie wirklich gesund geworden sind. Und dann hat doch die Ernährung eine Riesenkraft. Und warum wissen wir nichts davon? Und ich habe ganz häufig in dieses Buch immer wieder reingeguckt, wenn es irgendwie so schwer war, meinen Patienten irgendwie den Glauben an die Ernährung nicht zu nehmen, weil die Kollegen von mir, die haben gesagt, ganz oft auch bei Darmkrebs, also bei Krebs, wo man wirklich denkt, da ist doch ganz klar, dass es was mit Ernährung zu tun hat, dass die Ernährung eben nichts damit zu tun hätte. Und ich habe dann einfach immer wieder hier reingeguckt und da sind 50 Krebsfälle beschrieben, wo die Menschen wieder geheilt wurden und die waren schwerst krank. Das waren alles Patienten, die eigentlich nach Hause geschickt wurden zum Sterben. Und die sind dann zu Max Gerson und haben diese Therapie gemacht, die eine sehr aufwendige im Übrigen ist, aber die sind gesundet. Und das hat mich so unglaublich beeindruckt, dass ich mich mit der Gerson-Therapie natürlich auch auseinandergesetzt habe. Und es gibt auch Patienten von mir, die sie durchgeführt haben, auch teilweise in Eigenregie. Und ich habe immer kontrolliert. Und es ist einfach unglaublich, welche Kraft Ernährung hat. Also nochmal, 70-80% der Krankheiten sind ernährungsbedingt. Und deswegen ist Ernährung für mich definitiv die Basis, um gesund zu werden. Und dieses Buch, Dr. Max Gerson, ist einfach für diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen, vielleicht auch wieder was Neues entdecken wollen für sich selbst, vielleicht auch für einen Verwandten oder für Freunde, die eben mit diesem Thema sich gerade beschäftigen müssen, weil sie eben daran erkrankt sind, ist es einfach ein Lichtblick. Ich habe Max Gerson nicht persönlich kennengelernt, er starb 3 Jahre bevor ich geboren wurde, aber ich habe seine Tochter kennengelernt und wir haben auf Kongressen zusammen Vorträge gehalten, also sie für sich und ich für mich damals schon. Und auch diese Frau ist pumperlgesund und ist in ganz hohem Alter. Und ja, sie trägt das Erbe ihres Vaters weiter. Und Max Gerson ist grandios. Und es ist auch derjenige, der den Kaffeeeinlauf eigentlich hoffähig gemacht hat. Er behandelte seine Patienten und die Max-Gerson-Therapie wird immer noch angewandt mit Kaffeeeinläufen und mit Säften, einfach nur damit ihr so einen Einblick kriegt, mit Säften aus 18 bis 20 Pfund Rohkost und die werden über den Tag verteilt. Ich glaube, es sind 12 Säfte getrunken, aber sie werden immer frisch gemacht und so weiter. Also es ist eine aufwendige Therapie, aber um gesund zu werden und keine Nebenwirkungen zu haben, finde ich das schon erstaunlich. Ja, das sind jetzt erstmal zwei Menschen, die ganz viel Erfahrung hatten. Max Gerson, wie gesagt, hat auch noch andere Bücher geschrieben. Es gibt auch ein Buch über sein Leben, ganz spannend. Ja, das Buch gibt es leider noch nicht von Klaus Leitzmann, aber er hat es auf jeden Fall verdient. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal eine Biografie. Noch zu Lebzeiten, weil ich traue Klaus Leitzmann ein ganz hohes Alter zu, weil er ist einfach unheimlich fit, auch jetzt in seinem Alter schon. Ja, und dann ein Buch, das gehört eigentlich in jede Bibliothek von den Menschen, die sich dafür interessieren, was man tun kann, um gesund zu bleiben. Und das ist dieses sensationelle Buch von Dr. Michael Greger, How Not to Die. Es ist wirklich untermauert mit unglaublich vielen richtig guten Studien,
was ich ja auch immer ganz spannend finde, weil ja, die Medizin legt ja so viel Wert auf eben Studien, evidenzbasierten, und hier ist wirklich, es ist alles so, wie es sein sollte, und dieses Buch ist einfach wirklich grandios, und ich lese ganz viel immer wieder da drin und auch zum Nachlesen, weil natürlich müssen auch wir immer wieder nachlesen, und wir lernen ja auch dazu, auch wir, die wir tagtäglich damit arbeiten, und es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse, ich finde es ganz spannend, auch über die Lektine und die Anti-Nutritions, also das heißt eigentlich keine Lebensmittel oder Gegenlebensmittel. Das sind alles Themen, die sind super toll und super toll beschrieben. Und er schreibt einfach all das, was er darüber weiß. Und er weiß ganz viel. Michael Crecker, der hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Allerdings das meiste in Englisch. Und dieses Buch allerdings heißt zwar How Not to Die, auf Englisch, also wie machen wir es, damit wir nicht sterben, aber es ist auf Deutsch. Ja, und dann hat mir Maria von Raw Food was super Süßes geschickt, und ich dachte, ich muss es euch einfach mal vorstellen, weil ihr kennt sie vielleicht von meinen Videos, Maria Sperling von More Raw Food. Sie war ja schwanger, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das Kind schon da ist. Es ist genau jetzt die Zeit, dass es eigentlich kommen musste. Ich höre bestimmt ganz schnell und ganz bald von ihr. Maria hat sich hingesetzt und hat einen Nährwertcheck gemacht. Und der sieht so aus in Form eines Kalenders. Ich finde es super süß gemacht und vor allen Dingen ganz toll und übersichtlich. Es geht nämlich darum, wo beispielsweise ich schlage es jetzt einfach mal auf, Vitamin A versteckt ist. Wofür ist Vitamin A notwendig? Wie viel braucht man davon? Wie viel muss man essen, um die Tagesdosis zu bekommen? Und auch, was gibt es für Mangelerscheinungen? Und was sind die möglichen Ursachen? Und was sollte man dazu wissen? Und das macht sie wirklich für so die ganz wichtigen Mikronährstoffe, für Kalzium, für Vitamin C, für Magnesium, einfach nochmal, damit ihr das so sehen könnt, wie das aussieht. Das ist hier als Kupfermangelerscheinung hier und Magnesium. Wo finden wir Magnesium? Wie viel braucht man am Tag? Die Angaben, die Nährwertangaben hat sie übernommen von der DGE. Ich bin bei manchen Sachen sicherlich ein bisschen höher. Ich bin ja auch Orthomolekularmedizinerin. Aber ich denke schon mal, wenn wir uns damit zumindest Basis versorgen, ist es schon mal gut. Also super schön. Und vor allen Dingen könnt ihr mit euren Kindern darin rumblättern, dass Kinder einfach auch mal wieder, ja, dass sie einen Bezug bekommen zum Essen. Das ist also ganz toll. Und wo ihr das bestellen könnt, bei, oh je, da muss ich jetzt noch mal gucken. Maria Sperling, Danziger Straße 16 in 10435 in Berlin, oder über E-Mail info@morerawfood.com. Aber wir verlinken das nochmal unter dem Video, damit ihr das kaufen könnt. Tja, und für Frauen, die ein bisschen an sich arbeiten wollen, das habe ich nämlich auch geschenkt gekriegt, das Buch, und mit einem selbstgemachten Lesezeichen da drin von meiner Freundin, und das finde ich total süß gemacht. Das ist ein Buch für uns Frauen, mit dem können wir arbeiten. Und das ist ein relativ neues Buch, das heißt Wunderbar weiblich. Und ich mochte es einfach sehr schön lesen, weil es ist so einfach. Es war für mich jetzt wirklich nicht viel Neues drin. Aber so wie die das gemacht hat, finde ich das toll. Sie hat also sich der Haut angenommen und natürlich auch so den Problemen, wie ich das ja auch letzten Endes in meinem neuen Buch gemacht habe. Sie hat es wirklich schön gestaltet. Dieses Buch ist super süß gemacht und geht auch ein auf viel Weiblichkeit, auf den weiblichen Zyklus, aber auch dann auf letzten Endes die Menopause und so weiter. Hat im Übrigen auch die Bewegung nicht außer Acht gelassen. Ihr wisst ja, Bewegung gehört meines Erachtens unbedingt dazu, wenn man gesund bleiben will. Und natürlich auch die Achtsamkeit, auch das ist alles drin. Wunderschönes Buch,
Ein super Geschenk im Übrigen für eine Freundin oder für eine Mama oder für eine Schwester oder ja, für jemanden, den ihr einfach mögt und der weiblich ist. Weil mit Männern so ein Buch ist schon ein bisschen schwierig. Ja, ihr Lieben, das war's eigentlich jetzt für heute und vielleicht gibt es ein Lieblingsbuch, das ihr habt und sich mit wirklich ganz spannenden Themen auseinandersetzt. Einfach unten reinschreiben, kommentiert das. Und was richtig toll ist, ist natürlich, mögt ihr sowas, wenn ich so Dinge mache, dass ich einfach an meine Bibliothek gehe und mir immer mal wieder so Bücher herausgreife, die für mich ganz wichtig waren und mit denen ich gearbeitet habe, die mich begleitet haben, die mich haben sicher werden lassen, die mich haben auch wachsen lassen. Das ist mein Thema seit über 35 Jahren und ihr könnt euch vorstellen, dass ich viele von diesen Büchern habe. Ich würde das gerne weitermachen, brauche aber euer Feedback. Deswegen schreibt unten rein, wie ihr sowas findet. Und ich mache immer nur relativ wenig von Büchern, weil das dauert schon, bis man die durchgearbeitet hat. Also so kurz mal drüber lesen. Das ist natürlich nicht das, was ich meine. Das sind wirklich Bücher, mit denen man arbeiten sollte und die einen einfach weiterbringen auf dem Gebiet und die auch bis auf die Vollwerternährung durchaus auch Bücher sind für interessierte Laien. Wobei die Vollwerternährung, die sind auch, das kann man auch als interessierter Laie sicherlich lesen, aber es ist halt so ein Lehrbuch aus der Ernährungswissenschaft. Deswegen ist es auch ein bisschen anders geschrieben als die anderen. Ja, also wie gesagt, schreibt es unten hin und es wäre super schön. Also ich kann euch noch einiges vorstellen, wenn ihr damit mehr zu tun haben wollt. Ich danke euch heute fürs Zuschauen und ich wünsche euch alles Gute und besonders Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.